Guck mal, das sieht lustig aus. Der dreht sich so im Kreis. Ich bin ein Beyblade. Vielleicht ist der dritte Teil ja auch der unbeliebteste, weil der plötzlich gutes Gameplay hat. Das kann halt sein. Leute waren so, wie... Ey, ich will wieder mein scheiß Gameplay zurück. Hä, Shortcuts zum Heilen? Was soll denn das? Das ist total... Ja! Nein, Shortcuts zum Heilen, dadurch ist das gar nicht mehr kompliziert genug. Ja, das nimmt ja den ganzen Survival-Trieb daraus. Das ist auch so von wegen, ich brauche die 20 Items, von denen ich nur 3 benutze. Das ist wichtig, dass ich die trotzdem irgendwie als Möglichkeit habe. Ja! Was soll denn das hier? Ich hab den. Ich kenn das ja nicht mal, das Gameplay von dem Teil, also. Also beim dritten weiß ich zumindest, dass es auf jeden Fall schneller sein soll. Das ist ja schon mal was Gutes. Das ist mir zu schnell, da komme ich nicht mit. Solche Kritiken gab's dann bestimmt, ne? Es spielt sich ja nur noch wie Hack and Slay. Oh nein, schade. Ich dachte genau, das sollte es ursprünglich mal sein. Ja. Sowas ähnliches. Das spielt sich jetzt wie ein Monster Slasher. Ich wollte aber einen klobigen Panzersimulator haben. For God's sake, I'm here because this son of a bitch needs to die. Scheint da gerade tatsächlich, dass dieser Hurensterben sterben muss. Was ist denn ein Hurensterben? Oh, musst du jetzt anfangen zu flirten? Sakuya. Finde ich nicht okay. Ich finde, das gefährdet unsere Mission zu sehr. Ja. Ich bitte darum, dieses Liebespaar abzuziehen von zukünftigen Missionen. Ich würde es aber den Nachbesprechungen ansprechen. Das Problem ist, Lindo leitet die immer. Ja, dann schmeißt er dich raus. Ja. Ich möchte nicht dann da sitzen, wo du sitzt, außerhalb der Nachbesprechungen. Ach so, weil ich gegen Lindo gewotet habe, bin ich jetzt nicht mehr dabei. Daran liegt das. Das wird's sein, ja. Das ist was Persönliches, nur weil ich die Mission in den Vordergrund gestellt habe und nicht seine Gefühle. Wir haben letztes Mal hier mit der guten Dame gesprochen. Wie hieß sie noch gleich? Mädchen. Das sagt mir sehr viel. Da darfst du auch solche Witze wie Lindon nicht bringen. Deswegen mag er mich wahrscheinlich nicht mehr. Das kann sein. Er war so, guck mal, Lindon. Er war so, ach ja, ist er geckig. Und dann kommst du und sagst, Lindon. Und er war so, okay. Nee, und er meinte dann so, also das ist jetzt einfach nur gemein. Ja. Muss doch immer wieder übertreiben. Ja, genau. Also das war jetzt zu viel. Damit fangen sie Katzen. Ich dachte, diese Greifer seien seit einiger Zeit verboten. Nun ja, diese Leute essen scheinbar auch Katzen und essen Menschen. Ich glaube nicht, dass die sonderlich interessiert, ob diese Katzengreifer legal sind oder nicht. Ey, haben wir genau diese Mission nicht schon 10.000 Mal gehabt? Ja, aber noch nicht 10.000 und einmal. Hochgehen. Bumm. Wisst ihr, wegen Hochgehen und Explosion, und das ist ein Wortwitz. Ah, jetzt liegt sie da. Da muss man da eigentlich hin und ihr in den Arsch schießen. Oh, ich hab ihr den Arsch aufgeprügelt. Du hast sie den Arsch aufgerissen, richtig aufgerissen hast du ihr den. Stimmt halt. Das wäre nervig. Wir müssen ihren aufgerissenen Arsch angreifen, das ist die... Bei Arsch aufreißen muss ich irgendwie an Drawn Together denken. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne Draw Together, aber fällt jetzt gerade nichts konkret mit Arsch aufreißen. Nee, wo es um die coolen Kids geht. Oh nein, ja. Sie wollen Xander den Arsch aufreißen und dann beugen die ihn da halt so rüber über diesen Tisch und kommen mit so einer Kettensäge. Arsch aufreißen, Arsch aufreißen. Um Himmels Willen, die haben vor, Xander den Hintern aufzureißen. Aufreißen, aufreißen, auf! Ich versuche mir gerade das Mikrofon von meinem Headset ins Auge zu stecken. Warum? Keine Ahnung. Weil ich ausprobieren will, ob das geht. Und ja, es geht. Oh, Mann. So random einfach. That's a stupid reason. Ey, aber das bin halt ich. So was mache ich. Das ist auch komisch, was du da machst. Einfach nur, um rauszufinden, ob das geht. Das ist ein stupid reason, sich das ins Auge zu stecken. Ja. What did you say? Stupid.
This is a life or death game, is it not? Genau deswegen habe ich mir das auch ins Auge gestellt. Do you have brains in America? Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich auch manchmal. Autsch, ich bin fast tot. Jetzt bin ich tot. Es ist zwei oder dreimal über mich rübergerannt. Passt auf! Wenn es so rum, wenn es so rumläuft, das hätte dich fast auch noch erwischt. Also dieses, ich bin fast tot und dann sie rennt dann immer über dich drüber. Jetzt bin ich tot. Ja, es macht schon wieder das. Das ist, ein unberechenbarer Angriff, ne? Ich hab mich fast gewonshottet. Wow, das war der realistischste Autounfall, den ich je gesehen habe. Die ist gerade vor mir einfach... Alter, da kommt ein Kopf aus ihrem Arsch! Ja, tatsächlich hatte ich diesen Part hier eigentlich schon mal aufgenommen, aber mein PC dachte sich, es müsste mein Mikrofon einfach auf 0% Lautstärke stellen und deswegen hat es einfach 0% Lautstärke Mikrofon aufgenommen. Im Prinzip habe ich also gar nichts erreicht. So, was nehme ich denn? Flitzer. Ja, nehme ich mal Flitzer. Das klingt, als ob du dadurch nackt werden kannst. Mana-Durst. Ja. Aber wir sind beide... Schießkunst. Wir sind beide dreimal gestorben. Lebenregeneration, präzises Blocken. Heimliche Hand. Schalldämpfer. Der Flitzer mit der heimlichen Hand. Hier kann ich nichts schneiden. Doch, die Halsschlagader dieser Frau... Ohne dich wären wir vielleicht... Nun ja, danke. Hier hätte ich jetzt einfach genommen, schön, dass es euch besser geht. Unabhängig davon, ob es Kota wirklich besser geht. Ich will schnellstmöglich wieder in den Einsatz, aber ich muss bis zum Abschluss des Gesundheitsstests hierbleiben, sagten sie. So, mir geht's richtig scheiße. Oh, ich kann so bald nicht in den Einsatz zurück. Freut mich, dass es euch besser geht. Warum trägt sie eine Maske? Warum liegt hier Stroh? Er braucht keine Pause von uns, wir brauchen eine Pause von ihm. Ja. Weil er stinkt. Ich nehme auch gerade nochmal, weil er stinkt. Ich nehme auch dann gerade nochmal einen Geruchsentferner, einen Geruchsneutralisator. Aber schön Deo durch die Gegend sprühen. Ja, schmeckt mein Deo, Watz. Was that someone screaming? I think it came from the dining hall. Oh nein, hat Toko sich ausgezogen. Wir orten in zwei unterschiedlichen Regionen Orakelreaktionen, die wir für Agami der Dreadnought-Klasse halten. Ich möchte aber lieber eine Donut-Klasse. Schrei! Help! Das nennst du Schreien? Griff vor missionsbedingten Glück. Das hat die so gesagt, genau so. Ups, das tut mir aber leid. Nimm mal den... Warte mal, ich hätte den Penis nehmen können. Stand da gerade Penis nehmen? Ich hätte den Penis mitnehmen können. Ich höre aber, dass es mal wieder ein cooler geht. Alter, mit wie wenig Leben willst du mich wiederbeleben? Ja. Und Alisa liegt so nutzlos da in der Ecke rum, ne? Wir haben's geschafft. Hör nicht auf die Idioten da. Die muss ich jetzt fühlen, wie ich sonst immer. Und die Türen sind einfach an der Decke und überall und gehen teilweise sogar um die Ecke, wo ich mich dann frage, wie macht man die überhaupt auf? Hier, weil, siehst du, das hast du jetzt davon. Du hilfst mir auch immer mit so wenig Leben hoch. Jetzt sind wir beide tot. Das habt ihr gut gemacht. Ich glaube, Alisa ist sogar endgültig tot. Ist sie? Die hatte nicht mal viel Beständigkeit. Ja, sie ist... Boah, zwar habe ich dir hochgeholfen und bin selber. Ja, wir sind gerade alle down. Deswegen helfe ich Leuten nicht. Ich habe an dich geglaubt. Bevor die Schrotflintenrevolution bei dir kam. Die Schrotflintenrevolution. Bevor die Feuernation kam und alles änderte sich. Doch dann kam die Schrotflintennation und alles änderte sich.